Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute nehme ich euch wieder mit. Heute machen wir einen Ausflug. Heute fahren wir nach Singaraja. Das ist so ein Weg an der Küste vorbei. Singaraja ist also eine Stadt hier, so eine Stunde etwa Fahrt von hier, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und wir werden zwischendrin einfach so an ein paar Punkten, wo es uns gefällt, wo es schön ist, mal einen Stopp machen. Ich werde ein paar Aufnahmen für euch machen. Ja, und dann geht es noch weiter in den Botanischen Garten, haben wir uns ausgesucht. Da werden wir dann auch noch ein bisschen, ja, sicherlich eine schöne Pflanzenwelt uns anschauen können. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Thank you.
sind wir wieder. Wir sind wieder zurück in unserer wunderschönen Anlage hier im Paradies von Bali. Wo waren wir heute? Wir waren in Singaraja, wir waren im Botanischen Garten, wir waren im Art Zoo bei dem Amerikaner, der sich da so eine eigene Welt erschaffen hat. Wo waren wir noch? Mir fehlt gerade noch was. Singaraja, wir haben den Tempel dort besichtigt. Am Gewürzmarkt, genau. Und da zeige ich euch jetzt mal unsere Ausbeute vom Gewürzmarkt, was wir da alles gekauft haben. So, auf dem Gewürzmarkt gab's. Fangen wir mal mit den Knabbereien an. Das hier ist Reis. Das ist anscheinend irgendwie so was Geröstetes mit Nüssen. Das sind auch Nüsse, ein bisschen mit Hot Chili, nur ganz leicht gewürzt. Wie die hier heißen mit dem richtigen Namen, weiß ich nicht. Wir haben sie Schneefrucht getauft, weil wenn man die aufmacht, kann ich euch nachher vielleicht mal noch zeigen, hat man das Gefühl, man hat Schnee in der Hand und die schmecken so süß. Man kann sie auch ein bisschen von der Konsistenz vergleichen, wie mit Zuckerwatte oder sowas, ne? So ganz leicht. Erdbeeren, die gibt es jetzt gleich hier. So, und dann haben wir noch bekommen, das haben wir alles geschenkt gekriegt, weil wir wohl so viele Gewürze gekauft haben. Das hier sind Spinatchips. Das hier, weiß ich gar nicht, Maischips gehe ich mal von aus mit irgendeiner Schokosoße drüber. Das weiß ich auch nicht so richtig, was das ist. Das schaut aus, als wenn das Chilis noch wären. Und das hier sind getrocknete Bananen und getrocknete Süßkartoffeln. Süßkartoffelchips, die schmecken bestimmt auch ganz lecker. So, und von den Gewürzen her haben wir Kardamom gekauft, wir haben Kreuzkümmel gekauft, Lemongrass, grünes Curry, Hot Chili, Koriander, Kurkuma und das hier ist Rohkakao. Also da würde ich mir jetzt wünschen, ich hätte eine Duftkamera, der duftet so, so lecker. Überhaupt die ganzen Gewürze duften so lecker. Aber der Kakao hier, der hat uns regelrecht verzaubert. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude an den Impressionen, die ich da so unterwegs für euch eingefangen habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe, das war die Irmgard. Ciao, ciao.